Ja, hi und willkommen. Mein Name ist AdyrLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Dragon Ball Z Kakarot. Ja, wir gehen wieder hier auf Nebenquestjagd und hier haben wir schon direkt die nächste bei Dende. Wir müssen Piccolo im Team haben und dürfen nicht Son Goku und Son Gohan im Team haben. Und ja, gucken wir mal, was hier los ist. Die Quest ist, weil nicht Anforderung irgendwas mit 47 oder irgendwie sowas. Deswegen sollte halt nicht allzu schwer sein, obwohl Piccolo schon so ein bisschen unterlevelt ist im Vergleich zu Son Goku und Co. Aber ich glaube 54 oder so reicht doch wohl, ne? Oh, Piccolo. Hast du dir Sachen an der Oberfläche angesehen? Also da war Piccolo. Ja, nach Majin Buus Tod ist nicht nur die Erde, sondern auch das gesamte Universum wieder sicher. Hoffentlich ist dieser Frieden von Dauer. Ist dir jetzt ein guter Wächter geworden, Dende? Du bist außerdem wieder gewachsen. Das habe ich mir nicht eingebildet, oder? Danke, Bilgo. Wenn du sagst, wenn du was sagst, muss das schon was heißen. Hm. Ich wollte ja noch was sagen. Und zwar was? Wie ich schon erwähnt habe, ist die Erde momentan sicher. Und du hast einen großen Teil dazu beigetragen. Du bist bestimmt froh, eine Pause von dem ganzen Kämpfen zu haben. Deswegen finde ich, dass du diese Gelegenheit nutzen und endlich mal tun solltest, was du möchtest, Piccolo. Was ich möchte? Ganz genau, da gibt es doch bestimmt was, oder? Irgendwas, das du aufgeschoben hast. Ich wollte schon immer ein Auto fahren, aber das habe ich schon. Oh, Piccolo gegen Son Goku. Hm, ich habe mein Ziel der Weltherrschaft nie erreicht. Vielleicht nehme ich das noch mal in Angriff. Was? Entspann dich, das war ein Witz. Oh, so ein Glück, ich hatte schon richtig Angst. Aber ja, irgendwas, das ich tun möchte. Ich glaube, ich sollte mir mal etwas Zeit für mich nehmen. Ich habe als Krieger noch ein paar Dinge zu erledigen. Super. Zurzeit kann ich nur an eines denken. Eine Revanche gegen einen meiner größten Rivalen. Hoffentlich bist du bereit dafür, Son Goku. Ich glaube, ich hätte irgendwann mit Level 40 oder so sein wird. Wir sind Level 54. Habe du nicht hat geführt, wir gegen den kämpfen werden, aber okay. Ich glaube, ich hatte auf mysteriöse Weise jetzt irgendwie auf Level 40 oder so sein wird. Wird wahrscheinlich auf Level 75 sein, so wie im letzten Part. Also ja, Revanche kannst du ja, glaube ich, abschminken, Piccolo, aber ja. Ist ja wie Tenshinhan an, ne? Er versucht einfach sein Bestes. Nicht wahr, Tenshinhan an, der ist, glaube ich, in meiner Gruppe, ne? Ja, wie war das? Willst du damit sagen, ich erreiche nie was im Leben? Ja. Na gut. Hi, Son Goku, du bist nicht Son Goku. Hm? Mein Papa, Hallöchen. Bist du das Papa? Ja, ich bin's. Ich glaube, wir sind in Richtung der Berge unterwegs. Alles klar, danke. Stimmt was nicht? Nein, du musst ja keine Sorgen machen. Wirklich nicht? Tut mir leid, dass ich dich belästige. Kein Problem. Was ist los, Piccolo? Wirkt ein bisschen aufregender als sonst. Da geht bestimmt irgendwas vor sich. So, mit Bergen meinst du? Ja, das, ich sehe schon, wohin das wieder führt. So, ich wusste, er ist da. Na gut, dann gucken wir mal. Er meditiert. Hey, warte mal, ist das nicht aus dem Intro? Son Goku meditiert hat ganz am Anfang im ersten Part. Da bist du. Ja, das hättest du mich erwartet. Hey, könnte man sagen, ich habe bei solchen Sachen wohl einen sechsten Sinn. Weißt du also auch, warum ich hier bin? Natürlich. Und der sanfte und sachte Gott mag ja kein Teil, ein Teil von mir sein, aber nichtsdestotrotz bin ich schon ein Krieger durch und durch. Es reizt mich schon lange, gegen dich anzutreten, ohne mich zurückzuhalten. Und jetzt ist die Zeit gekommen, das in der Tat umzusetzen. Ha, ich warte schon sehnlichst darauf, gegen dich zu kämpfen. Wenn ich so darüber nachdenke, habe ich vor Vegeta, Freezer, Cell und Bo gegen dich gekämpft, Piccolo. Du warst meine erste große Herausforderung. Ich habe dich damals beim Kampfsport-Weltturnier besiegt und das will ich jetzt wiederholen. Hm. Los, Son Goku, wir klären das hier und jetzt.
Dann lass mal sehen, Piccolo. Ich glaube, jetzt der ersten Folge. Ja, du bist halt 50. Du hältst doch zurück, Son Goku. Doch, gerade habe ich meine Abwehr abgebrochen. Ja, ich komme trotzdem und setze mein Ding ein. Durch Granate. Haben wir auch noch gar nicht gesehen, ne? Bin schneller. Boom. So. Geblockt. Ha. Ach ja, das ist der Angriff. Oh, noch weiter? Okay. Und dann machen wir noch den. War den voll. Oh Gott. Komm, eine Abwehr. Doch, ich habe ihn noch. Okay. Gelenkt. Ich hab's gesehen. So. Der war. War schon alles. Ich glaube, das schon alles war. 55. Puh, mit dir ist echt nicht so Spaß, Piccolo. Wenn du dich nicht zurückgehalten hättest, hätte es auch anders gehen können. Glaub mir, ich habe wirklich alles gegeben. Na schön, belassen wir es erstmal dabei. Da ich dich zum ersten Mal getroffen habe, sind alle möglichen verrückten Sachen passiert. Weil es fühlt sich an, als wäre das Training hier erst neulich gewesen. Du führst auf keinen Fall ein normales Leben. Hey, da könntest du recht haben. Was hast du jetzt vor? Da Majin Buu jetzt fort ist, gibt es keinen starken Kontrahenten mehr, gegen den du kämpfen könntest. Ach, ganz einfach. Ich werde immer stärker. Wer weiß, vielleicht tauchen ja mächtige Gegner auf. Wenn ich schon daran denke, bin ich schon ganz aus den Häuschen. Deswegen muss ich sofort damit anfangen, stärker zu werden. Ja, du hast dich kein Stück verändert. Findest du? Du bist schon ein seltsamer Knabe, Son Goku. Aber das zeichnet dich halt aus. Okay. Ja, deswegen durfte Son Goku nicht in meiner Truppe sein und Son Gohan. Okay, macht Sinn. Das hat erst geklickt, ey. Hey, gehst du, Piccolo? Ja, ich habe noch andere Dinge zu tun. Alles klar, dann später. Ich werde nicht zulassen, dass du als einziger Stärke bist, Son Goku. Deine Zeit an der Spitze ist bald vorbei. Ich werde nicht mehr in deinen Schatten stehen. Ich werde stärker und ich werde dich besiegen, wenn du in Bestform bist. Ja. Piccolo sollte ja ursprünglich die Vegeta-Rolle einnehmen in Dragon Ball Z, aber Leute haben Vegeta irgendwie mehr gemocht und ja, ich glaube, Akira Toriyama hatte irgendwie Vegeta nicht so sehr gemocht am Anfang. Weil die Fans wollten halt, dass der Rivale von Son Goku wird, also ja. Aber wenn das anders gelaufen wäre, dann wäre vielleicht jetzt Piccolo irgendwie mit Son Goku der Hauptcharakter in Dragon Ball Super. Ja, aber wer weiß. Gut, ich beende den Part nicht, aber wir sehen uns in der nächsten Quest, ne? Gut, alles klar. Ja, gut, alles klar, bis gleich. So, ich würde mal sagen, wir machen jetzt mal ein paar Missionen, von denen ich denke, dass ich da neue Seelenabzeichen bekomme. Und ja, hier haben wir schon mal eine Suno, die haben wir nämlich noch nicht. Also ja, komm, müssen wir mal. Boom. Hallöchen. Hä? Was ist los? Du heißt nicht zufällig Son Goku, oder? Ja, heiße ich Son Goku, weißt du das? Ja, ich heiße Son Goku. Jingledorf-Bewohnerin Suno. Es ist schon lange her, aber ich könnte dich nie vergessen. Ich bin Suno. Ich habe dich vom Erfrieren gerettet, als wir noch klein waren. Hast du das etwa vergessen? Und du hast im Gegenzug den Dorfvorsteher aus dem Finger der Red Ribbon Armee befreit. Jetzt weiß ich jetzt wieder. Suno, na so eine Überraschung. Offenbar sind wir inzwischen beide erwachsen. Ja, damals war ich wirklich sehr klein. Vielleicht, aber ich finde dich schon immer groß und stattlich. Oh, das bekomme ich nicht so oft zu hören. Jetzt würde ich den weiten Weg hierher. Dieser Winter ist sehr hart und es ging die Nahrungsvorräte zur Neige. In unserem Dorf leben viele alte Leute und als eine der wenigen Rüstigen muss ich so viel Nahrung wie möglich sammeln. Offenbar könnte sie Hilfe gebrauchen. Ja, machen wir mal. Ich gucke aber, habe ich schon alles direkt wieder. Wiedersehen mit Suno. Ich helfe dir. Ich bin ziemlich gut im Finden von Essen. Was willst du für mich tun? Na klar doch. Also mach dir keine Sorgen. Danke, ich weiß es zu schätzen. Okay, schauen wir mal. Das hier musst du mit mir sorgen. Oh, das könnte dauern. Das war's. Meinst du, das schaffst du? Klar, ich bin leicht zurück.
Ich hoffe wirklich, ich habe einige Sachen davon. Die Fische habe ich wahrscheinlich nicht, ne? Vielleicht doch, okay. Okay, hier ist alles, was du haben wolltest. Fantastisch, die Bewohner werden überglücklich sein. Es freut mich zu hören. Hat mich echt reingehängt. Irgendwie nicht. Du bist wirklich der Held des Dorfes. Ach, ich bin kein Held, nur ein Freund. Hey, das meinte ich ernst. So viel Zeit vergangen und du erträgst immer noch keine Komplimente. Komisch, dass du mir das jeder erzählt. So bist du, Son Goku. Du bist zwar erwachsen, aber immer noch ein Kindskopf. Keine Ahnung, ich bin zwar nicht so schlau, aber wahrscheinlich werde ich das immer sein. Gut, bleib wie du bist, Son Goku. Ich schippe es. Keine Ahnung, ist immer noch besser als Chichi. Ich glaube, jeder ist besser als Chichi. Bulma ist besser als Chichi. Jeder ist besser als Chichi als Ehefrau. So, gut. Und Plan ist aufgegangen. Ich habe ein Dings bekommen. Ein Seelenabzeichen. Ausgezeichnet. Gut, dann machen wir weiter. Ich guck mal, wo wir als nächstes hingehen können. Und wir sind in Quittenwald, weil hier gibt es auch wieder was zu tun. Und hier kriegen wir wahrscheinlich auch wieder ein neues Seelenabzeichen. Suno ist irgendwie aus irgendeinem Grund schon wieder hier. Ja, keine Ahnung, wie die das gemacht hat. Das war ja voll schnell. Und ja, was geht? Kennt ihr mich noch? Ich kenne euch wahrscheinlich nicht mehr. Was sollen wir tun, Vater? Was sollen die langen Gesichter? Habt ihr Probleme? Was? Warte, das kann nicht sein. Bist du Son Goku? Ja, bin ich. Und ihr seid Verteidiger des Heiligen Landes, Bora und Boras Sohn, Opa. Was für ein Glück, Son Goku, ich bin jetzt Bora. Und das hier ist sein Sohn, Opa. Du hast uns vor vielen Jahren geholfen. Oh, ja, ja, ich erinnere mich an euch. Es ist lange her, eine Ewigkeit ist vergangen, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben. Ja, ich weiß, ihr habt also die ganze Zeit hier, was? Wir sind Wächter dieses Landes, so ist es immer gewesen und so wird es immer sein. Genau. Warum das lange Gesicht? Betrübt dich etwas? Naja, die Bäume im heiligen Quittenwald leiden unter einer mysteriösen Krankheit. Man sieht sie nicht an, aber die Infektion frisst sie von innen heraus auf. Au, das klingt schmerzhaft. Ich sage es nicht gerne, aber gegen diese Bedrohung sind wir machtlos, wenn wir nur etwas tun könnten. Und du bist gerade hier, deswegen... Der gute alte Son Goku. So viele Callbacks zu Dragon Ball in diesem Part. Wie es ausschaut. Was, du willst uns helfen, Son Goku? Du bist uns wieder zur Hilfe gekommen. Ich helfe gerne, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich das machen soll. Weil sowas bitte ich normalerweise Bulma um Hilfe. Bulma, sie ist das Mädchen, das ich vor einigen Jahren bei Wasagren Baba getroffen habe, oder? Ja, genau, gut gemerkt. Im Gegensatz zu mir, ich bin Strohdoof. Sie ist schwer zu vergessen. Ich werde mit Bulma sprechen, ihr wartet hier. Okay, vielen Dank. Man hat in der mal Bulma getroffen. Der war die ganze Zeit in meinem Wald. Man ist in der mal zu Ronai Baba gegangen. Habe ich jetzt nicht mehr auf dem Schirm. Sein Vater wurde ja getötet, deswegen hat Son Goku die Dragon Ball gesucht, ne? Um ihn wieder zu beleben. Und da war doch alles noch im Wald, ne? Oder hat er irgendwann mal begleitet? Ich weiß ja gar nicht. Ich wusste ehrlich gesagt noch nicht mal, ob da ein Junge oder ein Mädchen da damals war, dieser kleine Junge. Ich glaube, die Stimme war etwas androgyn damals. Oh, Son Goku. Hallo, Bulma. Probleme beim heiligen Quittenwald. Son Goku hat alles über das Problem im heiligen Quittenwald erklärt. Da steht auch heiliger Quittenwald, nicht Meister Quittenwald. Sehr gut. So, jetzt bist du im Bilde. Vorschläge? Wenn du etwas nicht mit deinen Fäusten lösen kannst, soll ich mich also darum kümmern, ja? Ja, tut mir leid, diese Angelegenheiten sind nur echt lästig, weißt du. Glaubst du, mir geht das anders? Du räumst mir den letzten Nerv. Egal, was denkst du, kannst du helfen? Natürlich, du vergisst, dass ich ein Genie bin. Deine erbärmlichen Erklärungen nachts zu schießen haben die Bäume Dureritis. Wenn man sie mit einer botanischen Medizin malt, die Krankheit heilt, sind sie bald wieder so grün wie vorher. Super, kannst du die Medizin herstellen? So einfach ist das nicht. Die Krankheit ist ziemlich ungewöhnlich und für die Medizin brauche ich Medimos, eine seltene Pflanze. Entschuldigung, das Moos ist wegen seiner Leuchtfähigkeit bei Sammeln sehr beliebt und wird deshalb nur selten verkauft. Ich sage nicht gerne, aber vielleicht werdet ihr kein Glück haben. Okay, also brauchen wir seltenes Moos. Ich erzähle es Opa und Bora.
Okay. Oh, was für ein Zufall, das haben wir gerade. Wirklich? Nein. Warum stelle ich mir die irgendwie voll so unsozial vor? Das hat wohl mal gesagt. Habt ihr je davon gehört? Nein, leider nicht. Du vielleicht, Vater? Leider habe ich auch noch nie von einem solchen Moos gehört. Wenn wir die Zutaten nicht kaufen können, können wir nichts für die Bäume tun. Wir müssen unsere Niederlage akzeptieren. Ach Mann, wir müssen noch etwas tun können. Moment. Warum fragen wir nicht Vasarin Baba, ob wir dem bald irgendwie helfen können? Vielleicht fällt ihr etwas Kostbares ein, das wir verkaufen können. Ah, tolle Idee. Das kann ich machen. Alles klar, ich besuche Vasarin Baba. Mal sehen. Mann, Vasarin Babas Key ist schwer zu lesen. Na, Moment, da ist es. Okay. Boom. Hat er sich gerade wegteleportiert? Hat er sich aus der Realität heraus teleportiert? Stellt irgendwie keiner in Frage, ne? Okay. Hauptsache, ich krieg zwei Seelenabzeichen danach. Ich nehme an für Abenteuer, ne? Ich tue einfach die Seelenabzeichen immer in der Community reinfassen, wo ich... Keine Ahnung, wenn man die Freundschaft maximiert, dann bekommt man immer von fast jedem irgendwie eine Geheimkunst-Schriftrolle oder so. Und ich gehe einfach immer danach, welche Schriftrolle man bekommt, packe ich das irgendwo dahin, weil in den meisten Fällen haben die meisten Werte. Ja, bestimmt in diesen Bereichen auch. Was war das? Hey, was sagt denn Baba? Ich wollte dich etwas fragen. Ich habe kein Geld dabei, aber könntest du einen starken Gegner für mich finden? Du kannst doch, das kannst du auch umsonst machen, oder? Ich fürchte, gerade ist das nicht möglich. Meine Kristallkugel wurde gestohlen. Du sitzt doch gerade auf der... ist das da nicht deine Kristallkugel? Wow, du merkst dich mal, dass du drauf sitzt. Ha, jetzt wirst du echt verrückt, oder? Du Depp, ich meine nicht diese Kugel. Meine gestohlene Kugel war nagelneu. Ich habe sie mir erst vor kurzem gekauft. Man kann die kaufen? Diese Kristallkugel habe ich davor genutzt. Sie ist ziemlich abgenutzt und schwebt kaum noch. Oh, ich sehe keinen Unterschied. Aber warum benutzt du die abgenutzte und keine neuere? Willst du mich verärgern? Ich habe dir gerade gesagt, dass meine neue gestohlen wurde. Ah, stimmt. Als Glück bist du gerade zur rechten Zeit aufgetaucht. Son Goku, hilfst du mir einer alten Frau und holst meine Kristallkugel zurück? Ich soll sie dir zurückholen? Und wenn ich sie für dich finde, hilfst du mir dann bei etwas? Das könnte ich wohl tun. Okay, dann warte hier. Ich hole eine Kristallkugel zurück. Ich kann mich zwar auf der Suche machen, aber mit diesem abgewackten Teil finde ich nur einen ungefähren Aufenthaltsort heraus. Oh, hoi, 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 hoi. Was? Dieser Schläger haben es also bisher geschafft. Okay, Baba, ich komme wieder. Gut, lass mich nicht hängen, Son Goku. Sonst hau ich dich. So. Ja, Mann, die sind irgendwo hier. Ja. Ich sehe nichts da. Na, oh, das geht natürlich nicht kaputt. Peinlich. Wie sehen alle aus? Gute Arbeit, Boss. Echt schlau, so tun, als wolltest du eine Weissagung. Die Kristallkugel der alten Hexe gehört uns. Damit werden wir uns auch unsere alle Schätze der Welt gehören. Ja, und ich finde raus, wo meine Katz Whiskers hingelaufen ist. Hey, ihr habt Babas Kristallkugel geklaut, oder? Oh Mist, wir haben Gesellschaft. Gib sie mir einfach wieder und alles ist gut. Glaubst du, wir geben dir die einfach so, als ob? Ja, das sind unsere Roboterräuber. Mit ihrer Ausstattung sind sie besonders stark. Hihihi. Wow, echt im Ernst? Wenn die stark sind, dann will ich gegen sie kämpfen. Hast du sie echt nicht mehr alle? Egal, wir geben dir die Kugel nicht. Schnapp ihn euch, Roboterräuber. Hab keine Zeit für sowas. Hat. Oh Gott, der hat mir sogar was aus. Meine Kollegen hier mit einem Schaden. Irgendwann werden sie stark genug sein. Ich mag gerade Schau, so ist Level 50, Piccolo ist Level 55. Ich glaube, die tun echt irgendwie aufholen. So, erstmal gucken, wie verwandelt man sich nochmal, ne? So. Boah. Oh, knapp. Was ist das?
Ich habe doch gerade ein Kamehameha auf dich beschossen. Wie kannst du eigentlich? Ja, die verfolgen mich immer noch. Und das war's noch nicht. Ah, hat er mir einen Schaden gemacht? Das kann irgendwie sein, ne? Nee. Okay. Da hat ja gar nichts an Erfahrungspunkte gegeben. Trotzdem hat jemand Level abbekommen. Was eine Enttäuschung. Die Dinger waren überhaupt nicht stark. Du hast die Roboterräuber geschlagen. Mist, der Kerl ist kein Witz. Wollte mir die Kohle immer noch nicht geben. Oh, stimmt. Wenn du sie willst, gehört sie dir. Du kannst sie haben. Wir haben nur geguckt, ob sie auch noch funktioniert. Genau. Ja, genau. Wir haben sie sogar für dich poliert. Okay, auf damit zu Baba. Wutsch. Verdammt, der ist einfach so aufgetaucht und wir hatten so gute Beute gemacht. Wenn da draußen solche Kerle laufen, lasse ich mir die Liebeskarriere lieber. Lasse ich jetzt mit der Liebeskarriere lieber. Er ist einfach aufgetaucht und ist dann wieder gegangen. Wie ist denn das möglich? Ich dachte schon, du kommst nicht mehr. Ja, das ist sie, meine kostbare Kristallkugel. Okay, jetzt wo deine Kugel wieder hast, kannst du mir helfen? Ach ja, das habe ich dir ja versprochen, oder? Na dann, was kann ich für dich tun? Ich brauche etwas namens Medimos. Das soll schwer zu finden sein. Kannst du mir vielleicht sagen, wo es wächst? Natürlich kann ich das. Warte hier. Oh, dein Moos wächst wohl tief in diesem Dickicht. Okay. Super, vielen Dank, Baba. Zeit, das Medimos zu besorgen. So. Ich nehme an, da, ne? Ja. Da war eben Riesenbaum. Ich rate, da warten noch irgendwelche Monster oder irgendwie sowas, ne? Monster meine ich Cyberman, das ist das einzige, was so Art Monster sind. Ja, stimmt, das ist ein Riesenbaum. Da oben, ne? Muss der Strahl. Sag mal, gerade hier irgendwo. Ich nehme wieder nicht ganz, doch. Sehe drinne oder was? Da, boah, warum? Oh, dieses Moos glänzt total, das muss es sein. Schauen wir mal, ich habe das Moos, also sollte ich besser zu Bulma zurückkehren. Okay. Dass ich immer für so eine kleine Cutscene irgendwie hin und her rennen muss, das ist ein bisschen nervig. Ey. Also für eine Unterhaltung mehr oder weniger. Das bedeutet immer Ladebildschirm, das dauert. Pff, Bulma! Oh, du bist zurück. Überhaupt nicht gefaced. Hast du das Minimos gefunden? Ja, ich habe es hier. Oh, schau dir das Zeug mal an. Bist du sicher, dass du was tun willst? Wenn du es verkaufst, wirst du verdammt reich. Ja, bin ich. Ich habe sowieso kein Interesse an Reichtümern. Ich wusste, dass du so etwas sagen würdest. Okay, ich fange an, die Medizin herzustellen. Warte kurz, ja. Fertig, lass dich bloß nicht fallen. Du hast so dein Vermögen wert. Wie ist die beste Bulma? Also, bringst du das Zeug zu Opa? Ja, es wird den Wald retten und Opa aufmuntern. Du scheust wirklich keine Mühe, um anderen zu helfen, oder? Echt? Ja, so warst du schon immer. Da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Du bist echt unbekümmert. Okay, ich bin dann mal weg. Bis später. Das ist der Ken-Sound für die Teleportation, einfach so. Oh, ich glaube, das war ein bisschen laut. Oh, ich habe sie. Ich habe die Medizin. Wow, vielen Dank.
Das brauchen wir also, um den Wald zu retten, stimmt's? Genau, wir probieren es später aus. Später. Weiß ich nicht. Ich bin den ganzen Weg hier hin teleportiert. Probiert Geface jetzt aus. Ich dachte, da wäre ein Notfall hier. Aha, der Sohn ist Silber. Für diese Medizin braucht man seltene Zutaten, oder? Sie ist bestimmt teuer. Ja, zumindest sagt man das. Oh nein. Ich weiß nicht, wie lange es dauern wird, aber wir werden dir sobald wie möglich alles zurückzahlen. Zurückzahlen? Das ist nicht nötig. Hä? Ich brauche kein Geld oder so. Aber ja, das würde jetzt klarkommen. Ich mache mich besser auf den Weg. Lass mich wissen, wenn ihr noch mehr Hilfe braucht. Bis dann. Er hat uns ohne zu zögern etwas so Wertvolles gegeben. Son Goku sagt aber auch kein Geld. Eine wirklich bemerkenswerte Persönlichkeit. Auch als Kind war Son Goku eine gute Seele. Gut, dass er sich nicht verändert hat. Ich muss noch sehr viel lernen. Puh. Ja, gut. Hey, Opa und sein Vater sahen echt glücklich aus. Wir haben Schulz auf Level 50. Yes! Gut. Dann sehen wir uns in der nächsten Quest. So, wir sind auf Namek, beziehungsweise Neu-Namek. Und ja, hier erwartet uns auch eine Mission. Und die fand ich irgendwie so interessant, so von der Beschreibung. Irgendwas mit, damit Prunga mir mehr Wünsche erfüllt. Und so. Und ja, ich guck mal, was das hier ist, ne? Ich mir neue Sachen wünschen könnte, wäre nämlich nicht so schlecht. Ich habe nämlich gerade die Dragon Balls. Hey, wie geht's? Son Goku, mit dir habe ich nicht gerechnet. Dank deiner Hilfe beginnt neue Namek zu erblühen. Ich wünschte, ich könnte mich irgendwie dafür in Kenntnis zeigen. Mach dir darum mal keinen Kopf. Kann ich hier vielleicht irgendwo trainieren? Trainieren, sagst du? Hm. Wer die Dragon Balls benutzen möchte, muss eine Prüfung bestehen. Eine Prüfung? Wie sieht die aus? Die Dragon Balls befanden sich ursprünglich in der Obhut des sieben Ältesten. Wer sie benutzen wollte, musste zuerst in eine Prüfung beweisen, dass er ihr würdig war. Die Prüfung. Darum kommt es auf grundlegende Eigenschaften wie Weisheit, Stärke und so weiter an. Stärke heißt, dass ich muss gegen eure besten Kämpfer antreten. Da wir alle um deine Stärke wissen, würde diese Prüfung sich auf deine Sagizität konzentrieren. Saga wird's? Auf deine Weisheit, mein Sohn. Um auf Namek als Held anerkannt zu werden, muss man stark und weise sein. Ist das so? Weißt du, ich glaube, ich passe lieber. Hey, das ist eine großartige Gelegenheit, deinen Geist zu kultivieren, Kleiner. Das solltest du tun. Was? Wenn du die Prüfung bestehst, darfst du selbstverständlich die Dragon Balls diesen Planeten benutzen. In Anbetracht unserer Beziehungen sollten wir es möglichst einfach halten. Du musst nur eine Prüfung absolvieren. Als Oberärzter reicht meine Genehmigung. Ich weiß nicht. Doch, weißt du. Porunga Teil 2. Also wahrscheinlich schon irgendwann mal Porunga Teil 1 erledigt zu haben. Mit den Dragon Balls könnte ich mir das beste Training aller Zeiten wünschen. Ja, ich mache sie. Sehr schön. Sag Bescheid, wenn du soweit bist. Okay. Oh. Du bist doch Piccolos Freund, oder? Sein Name heißt auf Namekianisch Andere Welt. Wusstest du das? Okay, musste ich hier. Ich habe das Gefühl, das ist wichtig. Ist das wortwörtlich alles, was ich wissen muss? Nee, hier ist auch noch was. Gott der Träume, das bedeutet Prunga in unserer Sprache. Okay, Zeit etwas Ajisa anzupflanzen. Wird er mir jetzt gleich Fragen stellen irgendwie? Viel allgemein wissen nicht über die Namekianer weiß oder nicht. Ja, da ist auch kein Test der Weisheit dann. Prüfung der Weisheit absolvieren, ja. Sehr schön. Erste Frage. Was heißt Prunga in unserer Sprache? Gott der Träume. Richtig, Prunga ist der Gottheit, die unser Volk schon seit Urzeiten anbetet. Weiter geht's. Wer ist der Name Piccolo auf Namekianisch? Andere Welt. Nee. Stimmt, das sagt man auch, wenn man eine Tür öffnet. Weiter geht's. Was für eine Pflanze wird hier angebaut? Ajisa. Ganz genau. Ajisa ist das Wahrzeichen Namex. Gratuliere, du hast die Prüfung mit Bravour bestanden. Juhu! Was, die Knalltüte hat bestanden? Ha, sieht so aus, als würde ich mein Köpfchen unterschätzen.
Du kannst jetzt mit den Dragon Balls machen, was du willst. Alles klar, ich freue mich schon auf einen guten Kampf, Brunga. Wir sorgen mir einen starken Gegner. Ich glaube, ich hätte die irgendwie vermasseln sollen. Wäre bestimmt witziger gewesen. Das ist eine schwer zu erfüllende Bitte. Nur wenige in dieser Welt können es mit dir aufnehmen. Jetzt tut er sich so Berus hier herwünschen. Ernsthaft? Aber im Jenseits gibt es solche Krieger. Freezer wurde irgendwo auf der Erde wiederbelebt. Ja, super. Cell wurde irgendwo auf der Erde wiederbelebt. Dabra wurde irgendwo auf der Erde wiederbelebt. Ich habe sie wiederbelebt und ihr vorhandenes Potenzial angezapft. Super, danke, Brunga. Haha, alle werden sterben. Leb wohl. Ja, toll, Son Goku, der hat schon wieder alles hier in Gefahr gebracht, wie immer. Ich hoffe, das reicht dir als Lohn. Hm, Mann, und wie? Da ich muss noch mal zur Erde, mich erwarten noch viele Kämpfe. Okay, ich krieg glaube ich schon Brunga jetzt als Seelenabzeichen. Ne? Ich habe ja auch schon lang. Aha, gut, wenigstens ein Seelenabzeichen. Der hat nicht gesagt. Hast du den Text nicht gelesen, Son Goku? Da war ja voll die Lahmeprüfung. Hey. Na gut, aber wenn es dadurch ein bisschen schneller geht, warum nicht? Gut, dann gucken wir mal, wie es weitergeht. So, wir sind in Satan City und ja, wir können eine kleine Mission für Mr. Satan machen. So, wir haben Schumus natürlich wieder voll angeben und so, ne? Also ja. Und wir gehen mal gucken, Matthias, Mr. Satan für uns will. Alles klar. So, was willst du? Hat er immer noch ein bisschen Ki? Ja, ein ganz klein bisschen. Ich stecke echt in der Klemme. Vielleicht hilft Son Goku an mir. Oh, ich muss noch meine Gruppe ändern. Stimmt, ich muss Son Goku anspielen. Habe ich ganz vergessen. So, der ist immer noch voll stark. Alles klar. Was geht? Son Goku, mein Junge, bin ich froh, euch zu sehen. Es gibt Probleme. Probleme? Große Probleme. Am Stadtrand von Satan City sollen Dinosaurier gesichtet worden sein. Er ist so schnell für die Polizei und das Militär kann so nah an der Stadt nicht gegen ihn eingesetzt werden. Lange Rede, kurzer Sinn. Die Stadt hat mich gebeten, mich darum zu kümmern. Dann solltest du dich besser auf den Weg machen. Das würde ich ja wirklich gerne. Aber ich habe leider extra scharfes Schild zum Frühstück gegessen und oh, diese Schmerzen. Ich kann mich kaum noch bewegen. Alles in Ordnung? Nein, überhaupt nicht. Geh du an meine Stelle, Son Goku, tu es für die Stadt. Die Würde des Vaters. Na klar. Okay, am Schul ist gut. Das Wort meines besten Schülers hol in dir. Wenn man jetzt bin ich plötzlich sein Schüler. Also kannst auch stehen, oder? Wir haben schon. So, hier. Alles klar. Voller Angeber. Denkst du bist irgendwie so ein Badass Magier oder irgendwie sowas? Der ist nicht nötig hat zu stehen und einfach über den Boden fliegen kann. So. Ja, dürfte nicht so lange dauern, ne? Sind irgendwie dunkler geworden, oder will ich mir nur einen? So, jetzt kommen natürlich wieder alle Gegner hier, die mich erstmal voll ablenken. Er ist doch nicht am Stadtrand, ey. Hätte ich mal annähernd da genug an der Stadt heran, ey. So. Ups, ich bin falsch. Ich habe sogar deine Markierung, ey. Wie habe ich denn das schon wieder gemacht? Boah. Wie habe ich das gemacht? Meine Orientierung ist legendär. Habe ich so gefühlt. Aber wenigstens bin ich nicht in Burst gelandet. Noch nicht fast. Vor allem war und der Weg ist noch nicht eine Krise überwunden. Sag ich überhaupt richtig schon wieder? Ich glaube ja. So, wenn jetzt nicht die ganzen Gegner hier triggert werden, dann wäre noch besser. Ja, natürlich ist da noch einer. Steht genau einer da. Ja,
したことなさそうだな。Warum kann ich ihn nicht einfach boxen? Jetzt mal ganz ehrlich, ey. Na, natürlich werde ich jetzt getriggert. Ah, geh weg von mir. Na komm. Halt mich jetzt nicht so lange auf, ey. So. Gut. War ja. Hi. Ich habe den Dinosaurier erledigt. Gut gemacht, Kleiner. Meine Magenschmerzen sind aus irgendeinem Grund gerade weg. So, Mr. Satan, stimmt, den habe ich noch nicht. Der hat alles eins. Boah. Wie ich sehe, geht es deinem Magen besser. Ja, alles ist wieder in Ordnung. Ach komm schon, Papa, mich hältst du nicht zum Narren. Du hast deine Probe wieder mal auf Son Gohan abgewählt, nicht wahr? Wieder, wovon sprichst du? Ich habe dich schon seit Wochen nicht mehr trainieren sehen, Papa. Bestimmt hattest du einfach Angst vor dem Kampf. Nein, das stimmt nicht. Früher warst du mal richtig stark und cool und du hattest richtig Mumm in den Knochen. Autsch. Wie zu sagen dann? Es findet gerade ein fieser Banküberfall statt. Die Täter tragen hochmoderne Kevlar-Westen, gegen die unsere Kugeln nicht ausrichten können. Wir brauchen deine Hilfe. Soll ich mich darum kümmern? Sei nicht albern, Junge. Damit komme ich alleine klar. Wenn man seine Tochter nicht beeindrucken kann, ist man kein echter Mann. Papa, gehst du auch in den letzten Sekunden in Feier, der Schurken. Mr. Satan macht jetzt ernst. Hol sie dir, Papa. Dein Papa hat so seine Momente. Ja, ab und zu zumindest. Naja, das Universum gerettet. Also ja, okay, soll man nicht zu hart zu denen sein, ne? Hat wieder Lanky. Ja, ich wollte schon sagen, sie. So, Gohan hat ja ein bisschen ihr was beigebracht mit Ki, ne? Gut, dann irgendwann wollte ich noch gucken. Hab ich schon wieder vergessen. Alles klar. Gut, egal. Wir sehen uns dann später. So, neue Quest. Ich habe meine Bad Boys hier gerade zusammen gerauft und wir machen jetzt noch eine weitere Quest und dafür muss ich Vegeta steuern. Und was ich da gelesen habe in der Beschreibung, scheint halt interessant zu werden. Ich hätte nicht erwartet, dich hier zu sehen, Frau. Ich kann hingehen, wo ich will. Ich fahre auch manchmal in den Urlaub, weißt du? Aber was willst du eigentlich? Feines Trainingsfutter, nur weniger auf diesen verfluchten Felsbrocken halten mehr als ein paar Sekunden gegen mich durch. Puh, ihr Saiyajin. Herr Clean hat mir erzählt, dass ihr auf Namek gegen irgendeinen Sonderkommando gekämpft habt. Ihr Anführer ist bestimmt so richtig stark. Kämpft doch gegen ihn. Genio, ich bezweifle stark, dass er jetzt noch eine große Herausforderung für mich wäre. Und außerdem kann ich gar nicht gegen ihn kämpfen. Als Namek in der Luft flog, wurde er in einen Frosch verwandelt und ist gestorben. Aber wurde er nicht als Lebewesen von Namek auf die Erde gebracht? Abgesehen von Son Goku und Freezer, meine ich. Dann müsste dieser Genio hier irgendwo auf diesem Planeten sein. Ich habe seitdem schon ein paar komische Frösche gesehen. Vielleicht ist Genio ja einer von ihnen. Was? Ja, beim Haus. Weißt du, es wurde nicht nur die Namekianer, sondern auch die Tiere hergebracht. Solche Informationen müssen sofort weitergegeben werden. Hey, gib mir nicht die Schuld. Ich habe Genios neuen Froschkörper schließlich noch nie gesehen. Auf diesen Stummelbeinen kann der hinterlältige Captain es nicht weit geschafft haben. Es könnte klappen. Ich kann ihn mit Hilfe der Dragon Ball zurückwandeln und noch stärker machen. Dann habe ich endlich einen würdigen Gegner, der mich weiterbringt. Irgendwie nicht. Das ist doch voll locker fertig machen. Die Rückkehr des Captains. Was spricht dagegen? Zeit, die Dragon Ball zu suchen. Habe ich schon. Und die Dragon Balls, ich muss sie echt benutzen, um den. Ich muss sie echt benutzen, damit ich den jetzt hier wieder wählen kann. Ich will das Captain Gino wieder in seinen Körper.
ist okay. Und ich muss ich mir halt noch was anderes wünschen, ne? Ich will super seltene Gegenstände, die sind gut für meine Dingens und ich will reich sein. Z-Kugeln brauche ich nicht wirklich. Ja, ruf mal schön Long. Shenlongs Liebling, auch perfekt. Ich weiß doch, in irgendeinem Budokai-Teil war das so, immer wenn man die Dragon Balls hatte, dann hat man irgendwie die Chance, entweder Shenlong oder Purunga zu rufen. Und ich habe immer resettet, dass ich irgendwie Purunga bekommen habe, um 3 Wünsche zu bekommen. So weit war das doch. Im westlichen Bereich, so. So, das hier ist gut. Ultimativ Erweckungswasser erhöht, glaube ich, alle Dinger irgendwie eine bestimmte Anzahl. So um 5 oder 10 Punkte. Was richtig gut ist, wenn ich Dingens hier hochleveln will. Communities. Finde als Vegeta Captain Genio. So im westlichen Bereich, haben die gesagt, ne? Westlicher Bereich, ja. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich extra dafür jetzt die Dragon Balls benutzen musste. Okay. Ich dachte so per Cutscene, so wie gerade mit Son Goku. Mir das dann irgendwie zu erledigen. Aber zum Glück hatte ich es. Zum Glück habe ich mir die noch aufgespart. Ich wollte schon wieder irgendwie, weiß ich nicht, seltene Gegenstände hier wünschen, weil dann kriege ich wieder dieses erweckende Wasser und da bringt es voll. Habe ich schon mal geholt und da war richtig gut. Aber ja, gucken wir mal. So, hier. Rückkehr des Herrschers, nein. Rückkehr des Captains, Rückkehr des Herrschers klingt irgendwie so nach Freezer. Den haben wir ja auch wieder belebt mit Son Goku. Weiß ja nicht, warum der es fand, dass es eine sehr gute Idee war, den wieder zu beleben. So, warum tut Vegeta nicht mit verschränkten Armen fliegen? Das fand ich war schon immer merkwürdig. Jedes Mal, wenn Vegeta steht, läuft oder irgendwie fliegt, denn seine Arme sind immer verschränkt. Das ist schon, weiß nicht, irgendwie peinlich, so oft wie der macht. Also, der macht dann wirklich ja immer. Der hat ja immer verschränkte Arme in den Serien. Nicht Piccolo auch irgendwie. So, hi Genio, du tust jetzt ein bisschen diese Story von Dragon Ball Super so offen. Kopf stellen, weil da war es ja ein Körper von jemand anderen. Hey, Vegeta, keine verächtlichen Witze, Genio. Das sieht ja gar nicht ähnlich. Ich habe dich und deine Truppe von Gutmenschen seit meiner Ankunft auf diesem Planeten beobachtet, wenn auch nur als Frosch. Mir ist so wohl bewusst, dass du stärker geworden bist. Es wäre töricht, dich jetzt herauszufordern. Ich fühle mich geschmeichelt. Ist die Musik im Hintergrund. Ich würde mich ja für meine Rückverwandlung bei dir bedanken, aber ich habe das ungute Gefühl, dass du vorhast, mir alle Knochen im Leibe zu brechen. Hey, du bist wirklich schlau. Aber da kann ich wohl keine andere Wahl haben. Tu, was du tun musst. Warte mal, der tut den Körper mit mir klauen, oder? Also gut, zeig mal, was du drauf hast. Warum ist die Musik so eben gerade? Er ist Level 75. Ich habe einen neuen Angriff, aber... Nee, der bringt's nicht. Habe ich Final Flash ausgewechselt. Limit Breaker, Garlic Strike, ich habe die überhaupt nicht getroffen. Also die ganzen Trainingseinheiten habe ich schon offscreen gemacht hier an diesen Trainingpunkten. So, ich will dich mal damit treffen. Ich will mal sehen, wie viel das abzieht. Der Strahl ist auf jeden Fall sehr dick. Limit Breaker, Garlic Strahl und eben noch Urknallattacke ist immer noch beste, weil so einen riesigen Radius hat, Umfang oder was weiß ich. Nicht schlecht. Der Captain Umhang ist offenbar nicht nur Show. Oh, danke. Schon fertig? Ich hätte eigentlich gehofft, dich in Aktion erleben zu können. Ruhe, ich trainiere. Jetzt gehört dein Körper mir, Vegeta. Ach wirklich, du na, genau damit habe ich gerechnet. Aha, ich hatte also recht. Und jetzt stirb. Warte. Ich habe mich nur von Fliegen ernährt.
Ist denn so schön, dass ich ein bisschen höher hinaus will? Umfang stehen bis zum Ende. Statt deine Zeit damit zu verbringen, fremde Körper zu übernehmen, trainier gefälligst mal. Kämpf noch mal gegen mich, wenn du nicht mehr so ein Jammerlappen bist. Hey, du hast mich schließlich zurückgewünscht, du gemeiner Mist. Aber du hast nicht ganz unrecht. Ich bin der Captain der besten Armee des Universums. Nur ich allein kann die Ehre meiner Stellung schützen. Sieh mal einen an, klingt vielversprechend. Komm schon, greif mich an, ich warte hier. Nein. So, jetzt haben wir endlich mal Captain Ginyo. Kann ich jetzt in dieser einen Community reinpacken und zeige ich auch mal, wie ich das hier so handhabe. Mein Communities. So. Ist relativ gefüllt mittlerweile. Ich finde, glaube ich, nur so eine Handvoll. So, hier haben wir Ginyo. So, ich gucke dann immer hin. Was bekomme ich, wenn ich die Freundschaft auf Maximum habe? Ganz unten. Geheimnis Erfolgstraining. Ergo packe ich den in Training rein. So mache ich das. Ich tue jetzt gar nicht die Kombination irgendwie so ja berücksichtigen. Ich tue einfach gucken, wer hier das am meisten hat und die meisten Werte hat. Und ja, der er kann, glaube ich, hier reinpassen, weil einmal das Ginyo Sonderkommando und das Ginyo Sonderkommando Fragezeichen. Und dann kriege ich noch ein paar mehr Werte. Und ja, gucken wir mal, wie viel. Drei Kombinationen plus 11. Die sagen halt sogar in der Reihenfolge, wie ich die platziert habe. So, oh, perfekt. Sie hat nur, okay, ich habe bei ihr alle sogar. So, natürlich normalerweise noch mal gucken, Training, der ist im Training drin, also tue ich den Trainingsfähigkeit noch hier ein bisschen ausbauen. Und so mache ich das jedes Mal, wenn ich irgendwie, weiß nicht, ich einen neuen Dings hab. So, Trainingsentwicklung. Ich noch 5. Ich habe noch eine Limonade bekommen. Und ja, gut. Alles klar. Kiabwehr plus 7 kriege ich als nächstes, wenn ich noch 18 Dinge ab. Und hier sind noch eine Menge Freiplätze, also kriege ich dann auf jeden Fall. Ich krieg fast, ich werde, glaube ich, bei jedem irgendwie alles hier voll kriegen. Wenn ich das mit diesem Prinzip irgendwie mache, das scheint irgendwie immer komplett zu reichen. Hier, ich muss nur noch Mr. Satan, der kann, das ist auch witzig, der hat alles auf 1, nur kochen und erwachsen hat, der kann ja auf 25 bringen. Also ja, gut. Ja, weiter geht's. Gucken wir mal, was als nächstes kommt, ne? So, ich würde sagen, wenn wir noch im Thema Ginyo-Kommando sind, machen wir jetzt hier noch mal einmal was. Und zwar, so als erstes mal tue ich hier noch modifizieren machen, weil ich meine, ich brauchte nur noch Geld, um das hier hoch zu leveln. Auf Level 7, Stufe 7. Warum nicht, ne? Dann kann ich wieder neue Fähigkeiten lernen. Und ich kann halt noch mal hochleveln. Kann ich immer wieder neue Fähigkeiten lernen. Bin schon relativ weit hier mit einigen Leuten bei solchen Sachen, also ja. So, hier brauche ich wieder neue Sachen. Was kann ich denn lernen? Ja, da glaube ich, ich habe schon mit jedem Charakter schon voll viele Dinger hier gelernt, also König hier minus 10% Kikos meinem Superangriff. Das ist nicht schlecht, aber die Gegner hier sind auf Level 80 und 85, das ist ein bisschen krass. Dafür können vielleicht noch schaffen. Na, das ist ein bisschen eine sehr exklusive Fähigkeit. Plus 15 ausgeteilter Schaden, wenn du Combo mit 15 oder mehr Treffern ausführst. So, aber das will ich auch gar nicht machen. Ich will das hier machen. Stufe 75, das werden wir auch schaffen. Und ich kriege erweckendes Wasser, also warum nicht? Wenn ich ja immer wieder bekommen würde, wäre natürlich sehr gut. So, die war, glaube ich, ein bisschen tough, ne? Ja, findest du.
weil die war ja irgendwie Vorbesteller Bonus, ne? So macht es vielleicht irgendwie Sinn, dass sie irgendwie aber viel, weiß ich nicht, Erfahrungspunkte oder so gibt, ne? So, euch mache ich noch fertig. Bei den hinten habe ich auch noch getroffen. Zum Goku habe ich übrigens ein, zwei neue Angriffe, die ich auch per Training hier erlernt habe. So, irgendwie bringt das nichts, habe ich so ein Gefühl. Muss ich die einfach nur ausweichen. So, ich habe einmal super voll Energiestrahl. Das ist nicht der richtige Angriff. Falschen Angriff angesetzt. Ja, das ist ein bisschen nervig. Was? Galaktischer Kringel? So, ich habe Drachenfaust jetzt. Hat aber nicht so viel abgezogen. Warum muss sie das gleiche Farbschema haben wie Jace? Das stört mich ein bisschen. Jeder vom Genio-Kommando ist vollkommen einzigartig und sie sieht eigentlich aus, als wäre sie irgendwie bald nicht große Schwester von Jace oder so. So für eine Farbe fehlt noch. Warum hätte man die nicht gelb machen können? Obwohl ich glaube, Rekum ist irgendwie, soll irgendwie gelb sein von denen. Ich fahre vierte noch. Pink. Ja, komm her. Dank macht eigentlich auch schon ganz schön viel Schaden. Fallen einfach unsere Bälle gegenseitig hinterher. Oh Gott. Oh. Nein, ich will mein. Oh, das hat abgeklungen. Na, oh, ich habe gerade meine Drachenfaust eingesetzt, denn ja, wenn die Gegner irgendwie so dieses Cutscenes haben im Kampf, wenn meine Angriffe abgebrochen, dann finde ich voll kacke. Ja, mache ich eigentlich, kann ich das nicht einfach. Boah, Alter. Ja, toll, war jetzt aus dem Dings draußen. Na komm, das wird ja wohl reichen. Gott. Das war noch daneben. So, gibt auch nicht so viele Erfahrungspunkte eigentlich. Aber ich krieg ja weg in das Wasser. Sonst hättest du einen Trainingsum abgeschlossen. Du kannst ganz oft wie möglich erneut versuchen. So, und hier Level 100, das habe ich mir irgendwie schon gedacht. Okay. Das sollte man echt für jeden Charakter hier haben, für jeden Boss-Charakter, so Freezer, Cell und so, dass man die so bekämpfen kann. Das wäre irgendwie geil. Gut, aber ich würde dann sagen, das war's so insgesamt für diese Folge. Ich habe, glaube ich, so eine Stunde oder so oder 55 Minuten irgendwie so jetzt an Material und ja. Sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Bart gefallen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder mit mehr Nebenquests und so. Bis dann.